Aber bevor es richtig sind, die Tanzen mit Stars 2009 Gewinner Xenia und Daniel Schumacher. So muss eine Choreografie aussehen, damit man hier gewinnt bei Tanzen mit Stars. 2009 war euer Jahr. Daniel Schumacher, Xenia, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr die Zeit hattet, hier nochmal zu performen. Ja, hat er doch ganz gut gemacht, ne? Aber erstmal zu dir, liebe Xenia, wie schaut's aus? Was hat sich für dich verändert? Wie bist du zu Hause empfangen worden? Ja, alle haben sich tierisch gefreut und sind sehr stolz auf mich. Die ganze Tanzschule hat mich gefeiert. Bist du denn immer noch kräftig am Tanzen? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich habe mich jetzt mit meinem Team für die Europameisterschaft qualifiziert. Die Europameisterschaft qualifiziert. Das ist ein Applaus wert, oder? Wow, Wahnsinn! Daniel, ganz ehrlich, beim ersten Mal Tanzen mit Stars, als du dabei warst, habe ich mir ein bisschen um dich Sorgen gemacht. Aber dann hat dich der Ehrgeiz gepackt und du hast, ich sag mal, vom Doppel-Linksfuß hast du dich zu einem absoluten klassischen Tanzstar entwickelt. Hast du weitergemacht? Ein bisschen wenigstens? Nein. Komm, sei ehrlich. Ich tanze nur in meinem Zimmer für mich selbst. Okay. Demnächst werden wir das per Kamera besuchen gehen. Jetzt aber erstmal zu Jess und zu unserem Supercoach Kelechi. Genau, und Kelechi, du bist jetzt zum zweiten Mal schon unser. Kelechi gibt seine Bewertung ab und sagt euch. Genau, so sieht das aus. Hier ist sie. Ihr kennt sie wahrscheinlich noch von Tanzen mit Stars 2009. Und hier ist die Öffnung des Schicksals. Daniel, Xenia, ein Mikrofon. Bitteschön, die ersten fünf Namen vorlesen. Als erstes weiter ist die Lucy. Herzlichen Glückwunsch. Chiara. 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 Als drittes weiter ist die Lilith. 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 Und Eva Maria. So, vielen Dank euch zwei. Damit sind jetzt genau noch drei Stimmen auf dem Zettel. Drei Mädels noch.